Yeah. Got the sound. Pop side. Hallo und herzlich willkommen zu Du packst das. Ich freue mich, euch in unserer Parkside-Werkstatt begrüßen zu dürfen. Heute wird es präzise. Eins mal vorweg, dieses wundervolle Werkzeug passt nicht in euren Werkzeugkoffer, da wird es ein bisschen eng. Es geht um die Tischbohrmaschine. Zum Bohren in Holz, Kunststoff oder auch beim Modellbau führt an einer präzise arbeitenden Tischbohrmaschine einfach kein Weg vorbei. Und da ist sie also, meine Parkside-Tischbohrmaschine. Dann wollen wir doch mal gucken, was in dem Karton so alles drinsteckt. Die Bohrmaschine mit Schnellspannvorrichtung, Parallelanschlag, Zubehör und Befestigungsmaterial. Jetzt will ich euch einmal zeigen, was die alles kann, beziehungsweise was sie für Features hat. Fertig montiert, fest auf meiner Werkbank verankert. Großartig, eine genaue Vorwahl der Tiefe bei Serienbohrungen. Und wie wir sehen, hohe Genauigkeit der Bohrungen im Bereich von Bruchteilen von Millimetern. Drehzahlregelung ist extrem wichtig für unterschiedliche Werkstoffe. Laser zum Ausrichten. Und die Grundplatte mit Schnellspannvorrichtung und Parallelanschlag. Bevor es gleich losgeht, ein paar Sicherheitsinfos noch. Der Bohrer muss fest und mittig gespannt sein. Späne erst entfernen, wenn die Bohrmaschine aus ist und der Bohrer sich nicht mehr dreht. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was das alles in der Praxis bedeutet. Ich habe hier noch eine Holzplatte, die neulich bei einem Projekt von mir übrig geblieben ist. Diese möchte ich jetzt zu einem Solitär-Brettspiel umfunktionieren. Um das Spiel herzustellen, brauche ich eine Vielzahl von präzisen und gleichen Bohrlöchern. Dafür ist der Parallelanschlag ideal. Wenn ihr auf genaue Bohrungen angewiesen seid, wo ein 90-Grad-Winkel auch wirklich ein 90-Grad-Winkel sein muss, da solltet ihr zur präzise arbeitenden Tischbohrmaschine. Ein solches Gerät ist natürlich nicht nur für Holz geeignet, sondern kann mit einem anderen Aufsatz auch Kunststoff oder Metall bearbeiten. Alles kein Problem. Ach, mein Heimwerkerherz ist glücklich. Guck mal, sieht doch toll aus, mein neues selbstgemachtes Brettspiel. Ein paar Dübel als Spielfiguren und schon kann's losgehen. So, das waren die ersten Schritte mit meiner neuen Tischbohrmaschine von Parkside. Ich bin mehr denn je begeistert und ich bin mir sicher, dass auch ihr ganz tolle Projekte damit realisieren werdet. So, das war's von mir und der Tischbohrmaschine. Bis zum nächsten Mal. Schaut wieder rein und immer dran denken, egal was, du packst das.